Artikelnummer SCP-038. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-038 ist zweimal am Tag mittels eines am Dach angebrachten Sprinklers zu bewässern. Sollte der Sprinkler aus welchem Grund auch immer ausfallen, sind die Angestellten angewiesen, SCP-038 per Hand zu gießen, solange bis der Sprinkler repariert wurde. Als Lichtquelle dient eine computergesteuerte Beleuchtungseinheit. Angestellte, welche SCP-038 bewässern oder Wartungspersonal, das den Sprinkler oder die Beleuchtung repariert, sind angewiesen, Chemikalienschutzanzüge zu tragen, um unabsichtliches Klonen zu vermeiden. Beschreibung: SCP-038 wurde 1900 auf einer verlassenen Farm in New York entdeckt und zunächst für einen gewöhnlichen Apfelbaum gehalten. Bei näherer Betrachtung wurde es jedoch klar, dass an SCP-038 andere Dinge als Äpfel oder sonstige Früchte wuchsen. SCP-038 besitzt die Fähigkeit, jedes Objekt zu kopieren, das seine Rinde berührt. Die Objekte fangen praktisch sofort an zu wachsen und erreichen ihre Reife innerhalb weniger Minuten. Bisher wurde eine Gewichtsgrenze von 90,7 Kilogramm pro Objekt verzeichnet. Zu den Objekten, die SCP-038 bisher kopiert hat, zählen Äpfel, Orangen, Wassermelonen, Auberginen, Schokoladenriegel, Snacks, siehe Anhang 1, Fernsehgeräte, Toaster, Laptops, Schlüssel, siehe Anhang 2, Stühle, Wein, DVDs, CDs, siehe Anhang 3, Katzen, Hunde und Menschen. Das Klonen von Menschen oder Tieren wird nicht empfohlen, da diese allem Anschein nach schnell altern. Der Großteil dieser Klone lebt im Durchschnitt 2 Wochen. Nach sorgfältiger Untersuchung der verstorbenen Klone wurde festgestellt, dass diese bereits vor dem Tod mit der Fermentation begonnen haben. Das Objekt befindet sich zurzeit am Standort 23 und es gibt gegenwärtig keine Pläne, es zu transferieren. Anhang 1. Dr. Klein hat beantragt, dass das Personal damit aufhört, Gegenstände aus den Verkaufsautomaten zu kopieren. Siehe Dokument Nummer 338.1. Anhang 2. Dr. Klein hat beantragt, dass das Personal damit aufhört, persönliche Gegenstände zu kopieren. Siehe Dokument Nummer 338.1. Anhang 3. Dr. Klein hat beantragt, dass das Personal damit aufhört, Film und Musik zu kopieren. Siehe Dokument 338.1. Anhang 4. Dr. Klein hat beantragt, dass das Personal damit aufhört, Dosen mit Bier der Marken Miller, Budweiser und Foster's zu kopieren. Darüber hinaus hat Dr. Klein seine gewöhnliche Missbilligung der Qualität der kopierten Artikel zum Ausdruck gebracht. Siehe Dokument 338.1b. Dokument 338.1. Ich möchte alle Mitarbeiter daran erinnern, dass SCP-038 kein, und ich wiederhole, kein Spielzeug ist. Es sollte nicht dazu verwendet werden, Autoschlüssel, Filme, Musik oder Gegenstände aus dem Verkaufsautomaten zu kopieren. Falls dieses Verhalten weiterhin vorkommen sollte, bin ich gezwungen, den Zugang zu SCP-038 zu beschränken. Dr. Klein. Dokument 338.2. Es wurde festgestellt, dass SCP-038 in der Lage ist, SCP-500 zu kopieren. Auf diesem Wege hergestellte Pillen wirken jedoch nur in 30% der Fälle, wobei die Chance auf eine erfolgreiche Heilung weiter sinkt, je mehr Zeit seit dem Kopieren verstrichen ist. In 60% der Fälle einer dauerhaften Infektion bleiben die Symptome der Infektion vorhanden, ein Fortschreiten wird jedoch neutralisiert. SCP-038 partielles Versuchsprotokoll. Lediglich ausgewählte Experimente. Für die vollständigen Versuchsprotokolle und Berichte wenden Sie sich an beteiligte Forscher zwecks Autorisierung. Datum: 8. November. Zweck: Bestätigung der Gewichtsgrenze. Untersuchung der Folgen einer Grenzwertüberschreitung. Zusammenfassung der Versuchsergebnisse. Es wird ein Kontakt zwischen einem 400 Pfund schweren Stahlbarren und der äußeren Rinde von SCP-038 hergestellt. Der Verwahrungsraum wurde als Vorsichtsmaßnahme zuvor geräumt. Der kopierte Barren wuchs mit üblicher Geschwindigkeit, stoppte jedoch abrupt kurz vor der Fertigstellung. Die Untersuchung eines Endes des nicht vervollständigten Faksimiles offenbarte eine raue Beschaffenheit, welche oberflächlich an eine miniaturhafte Baumrinde erinnerte. Der Gegenstand wurde wie üblich von SCP-038 entfernt und daraufhin gewogen. Das Gewicht betrug 90,71 Kilogramm bzw. beinahe exakt 200 Pfund. Datum: 8. November. Zweck: Erforschung der Duplikation nicht biologischer lebendiger Materie. Zusammenfassung der Versuchsergebnisse. SCP-173, welches aufgrund der nicht nachweisbaren Vitalfunktion als geeignetes Versuchsobjekt betrachtet wird, wurde mittels D-Klasse-Mitarbeiter in den Verwahrungsraum eingebracht. Es wurde ein Kontakt zwischen der äußeren Rinde von SCP-038 hergestellt und SCP-173 daraufhin direkt wieder in seine eigene Verwahrung gebracht.
Das SCP-173-Faksimile begann seine Entwicklung mit der üblichen Geschwindigkeit nach der Kontaktherstellung. In Übereinstimmung mit früheren Ergebnissen hörte das Wachstum mit Erreichen des 200-Pfund-Grenzwertes auf. In diesem Fall bedeutete das die Terminierung der Entwicklung nach der Reproduktion des Kopfes, rechten Arms und Teile des oberen Torsos. Ein D-Klasse-Testsubjekt wurde angewiesen, den Sichtkontakt zu der Kopie zu brechen. Als das Testsubjekt schließlich blinzelte, konnte keinerlei Bewegung im kopierten Material festgestellt werden. Das Löschen und Wiederaktivieren der Lichtquelle des Verwahrungsraums hatte keine wahrnehmbare Reaktion des kopierten Materials zur Folge. Versuch abgeschlossen. Während der Lagerung der kopierten Teile von SCP-173 konnte beobachtet werden, dass das unvollständige Faksimile tatsächlich gewaltsame Gesten ausführt, allerdings mit einer dramatisch verlangsamten Geschwindigkeit. Die Bewegung dauerte unabhängig vom Beobachtungsstatus an.